willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine unterwegs. Ich bin wieder im Diersfotter Wald, habt ihr im Intro ja schon gesehen. Aber heute zusammen mit dem Oliver Hummel. Der Oliver hat auch einen wunderbaren Kanal hier auf YouTube. Wer ihn noch nicht kennt, muss ihn unbedingt auschecken. Geht auch um die Fotografie und um Reisen. Und da sind ganz tolle, epische Sachen bei. Also ich bin begeistert. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Danke, danke. Also ich denke, ich habe das Wesentliche erfasst. Gibt natürlich viel, viel mehr zu sehen. Deshalb checkt den Kanal mal selber aus. Ja, Oliver, vielleicht erzählst du mal, was machen wir heute hier eigentlich? Wir bereiten einen Workshop vor. Wir wollen hier nächstes Jahr am 5. Mai um 5 Uhr, glaube ich, haben wir gesagt, oder 5 vor 5, wollen wir einen Landschaftsfotografie-Workshop hier anbieten im Diersfotter Wald. Und wir haben hier sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben so einen tollen Bohlenweg, wir haben so ein bisschen Heidelandschaft, wir haben so ein bisschen Bäume, Sumpf, also wir haben hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um es auszutoben. Genau, und wenn wir Glück haben, sogar ein bisschen Wildlife. Mit einer Gruppe nicht immer ganz einfach, da vertreibt man die Tiere eher, aber wenn wir mal einen Augenblick still sind, haben wir vielleicht Glück, Wildschweine oder Rehe zu sehen. Was man immer hat, ist eigentlich, dass hier Wildgänse oder Enten durchs Bild fliegen, also alle Kombinationen sind hier möglich. Ja, wir werden jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen. Wir scouten das hier für euch aus, damit ihr wirklich die besten Plätze so zu sehen bekommt. Und der Workshop wird ja zusammen von uns beiden gemacht. Genau. Das bietet euch natürlich die Chance, hier wirklich von zwei erfahrenen Fotografen ein bisschen Input zu bekommen. Wir reden über Bildkomposition, Motivfindung. Genau. Und das von zwei verschiedenen Workshop-Leitern. Ich denke, also, das ergänzt sich auch ganz gut. Also wir arbeiten, glaube ich, unterschiedlich. Ja. Und ich glaube, das ist, da kann man nur von profitieren, denke ich mal. Gut. Wie ihr seht, wir sind auch wieder bei leichtem Regen und Sturm unterwegs. Ja. Also voller Einsatz für euch. Ja, ihr bekommt jetzt noch mal im Abspann so ein paar Videosequenzen zu sehen, damit ihr seht, was ist hier möglich. Also wirklich schön hier, muss man wirklich sagen. Und der Treffpunkt ist natürlich sehr früh, wie Oliver sagte, 5 Uhr. Aber wir wollen natürlich möglichst die blaue Stunde und den Sonnenaufgang nutzen. Ja. Da haben wir vielleicht auch Chance, hier im Moor noch ein bisschen Bodennebel mitzubekommen. Das kann man nicht versprechen, aber zumindest hätten wir die Chance. Ja, das war es eigentlich. Wir würden uns freuen, den einen oder anderen begrüßen zu können. Buchung ist offen jetzt schon? Die Buchung ist ab jetzt offen, wenn ihr das Video seht. Seid schnell. Genau. Also auch der Link zu der Buchung, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Die Plätze sind limitiert, ist klar. Wir können natürlich nicht eine endlos große Gruppe machen. Ja. Und wir wollen euch natürlich vernünftig betreuen. Also wäre schön, wenn ihr rechtzeitig bucht. Gerne. Also, wir freuen uns auf euch. Sehen wir uns das im Diersfotter Wald. Jo. Alles klar. Bis dann. Ciao. Tschüss. So, Kamera läuft. Bei dir auch? Ja. Ja. So, dir ist fort die zweite. Ja, willkommen zu meinem Kanal und zu einem neuen Video. Können wir nochmal starten, weil ich war noch gerade so am Rumschwanken. Ja. Deine Tanzanlage. Aber kannst du ja mit reinnehmen. Kennst du die Victoria Courtney aus England? Nee. Die macht immer so Tanzanlagen. Die macht auch Landschaftsfotografie. Die ist echt witzig. Ja, die macht richtige Dinger. Da lachst du nicht schlapp. Ey. Die ist echt gut. Okay, so, neuer Start. Haben wir ein bisschen Biro sogar noch. Genau. Abspannen. Feuer frei. Aufnahme läuft. Regen läuft. Okay. So ist gut. Ja, hallo. Willkommen zu. Ja, okay. Dass die Leute immer warten. Und wenn es blinkt, heißt das, der aufnimmt? Ja, habe ich mir so eingestellt. Man kann die frei belegen. Dann sehe ich das von vorne, ob die läuft. Da ist futschi. Gut. Ja. Das ist der erste Plot hier auch. Okay. Hier noch alles. Hier ist kein Licht mehr an. Okay. Interessant. Ich guck mal eben, aber gerade du warst immer drin. Sag mal was. Psst, jetzt ist das Licht da wieder da.